Willkommen zurück zu Harvest Moon, Licht der Hoffnung. Das Licht der Hoffnung haben wir wirklich, aber wir haben noch was anderes, nämlich einen Stein platziert. Und dazu kommen wir jetzt. Oh, was für ein Morgen. Hey, guten Morgen, Toplay. Morgen, Rowan. Sag mal, weißt du, was das mit dem Stein auf sich hat? Ich habe eine seltsame Macht gespürt, also bin ich gekommen, um herauszufinden, was es war. Oh, das ist es. Die Macht kommt von dem Edelstein. Ist das vielleicht Dewey? Ich weiß auch nicht, was es ist, aber du solltest es jeden Tag polieren und gut auf ihn auch Acht geben. Okay. Also jeden Tag polieren. Waschen und polieren, waschen und polieren. Und es regnet nicht. Es ist bewölkt, aber es regnet nicht. Das ist doof. Das heißt, jetzt muss ich auch noch gießen. Oh. Aber ich kann die Margeriten einsammeln. Das ist natürlich schon mal eine gute Geldquelle. Und dass sie alles gießen. Und guck mal oben, die Erdbeeren. Man sieht schon, dass es Erdbeeren sind. Das ist ja schön. Das ist gut, dass man schon sieht, dass es Erdbeeren sind. Aber ich sollte natürlich auch meine Gießkanne auffüllen. Ich habe beim letzten Mal voll vergessen. So. So, schön. Das sind die Lauchzwiebeln. Oder die Zwiebeln, je nachdem, was es halt werden sollen. Da. Schön, so muss es sein. Zack. 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 Und zack. Gut, dann gucken wir jetzt mal nach dem Bambus. Hier ist kein Bambus. Ne, kein Bambus da. Leider, leider, leider. Das ist jetzt echt ärgerlich. Aber okay, gut. Müssen wir halt mit leben. Haben wir schon so viel Energie verbraucht. So, ein bisschen rauszoomen, kann man auch mal. Sie ist schon wieder nicht da. Und bei ihr kann ich nur die Margeriten am besten verkaufen. Ja, will ich. Gut, dann machen wir halt das Geld jetzt anders. So. Margeriten kann ich nicht kaufen. 5 Stück, wartet mal. Oh, jetzt haben wir sogar andere Samen. Maissamen. Ah, kann ich euch einsammeln? Mehrfachernte, 8 Tage. Weizen hat auch ein paar Jahreszeiten. Laubbaumspross, Pfirsichspross, Grapefruitspross. Gut, aber nein, ich wollte euch ja was anderes zeigen. Also mache ich das jetzt auch. Und zwar gehen wir jetzt nochmal zum Schmied. Und jetzt kann ich euch zeigen, wie ich das Ganze meine mit so könnt ihr richtig, richtig Kohle machen. Ja, also das ist wirklich die Money-Folge. Ein bisschen ranzoomen, das war doch ein bisschen weit weg. Okay, also, ihr seht, 50 geben wir aus. Ich zeige das einmal, 50. Und jetzt verkaufen wir mal. Hä? Nein. Achso, ich muss ja woanders verkaufen. Dummer Troplay. Also, wir haben jetzt 50 Gold ausgegeben. Ich muss es halt einmal zeigen, dass man es wirklich sieht. Sonst ist es echt schwer. Am besten ist, wenn Gus da oben steht. Ach, Gus. Sam. Sam bei Gus steht. So. Jetzt gehen wir nach unten, verlieren natürlich ein bisschen Zeit. Aber um euch das zu zeigen,
mache ich das jetzt einfach mal so. Wir haben 50 Gold ausgegeben für den Stein. Verkaufen den jetzt hier. Verkaufen. Materialstein und machen 60. Sieht jetzt nicht viel aus, aber 10 Gold plus. Und jetzt kann man das Ganze natürlich hin und her und hin und her. Mache ich auch, aber diesmal mache ich es so, dass ich entsprechend mich vorbereite. Also vorbereite in Form von... mal gucken. Ich muss gleich gucken, was ich halt alles bauen kann. Herstellen kann. So. Eisen. Bronze. Zwei kann ich herstellen, das ist schon mal gut. Mithril habe ich noch nichts. Adamantit habe ich auch noch nicht. Achat. Da, 300. 300 zur Herstellung. Ich glaube 600 im Verkauf. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und das ist das, wo ich halt meine, wo ihr Kohle machen könnt. Jetzt muss ich halt erstmal das Bronze verkaufen, damit ich dann aus den 200 Gold oder 200 Moon Gold oder Mondgold Mondtalern etwas Besseres machen kann. Und dann kann ich mir natürlich auch mehr Obst und Gemüse kaufen. Da bist du ja. Sam, hm? Verkaufen. So, wo haben wir denn Bronze? Einer 150, zwei sind 300. Das heißt, also hier haben wir schon 50 Gewinn gemacht. Und Kristallerz und Fluoriderz und so weiter haben wir auch noch. Ja, und wenn die halt nebeneinander stehen, dann ist es nochmal bei weitem einfacher. Dann müsste ich die ganze Zeit so weit hin und her laufen. Aber gegossen ist von dem her, wir sind auch noch gut in der Zeit. Wir haben überlegt, wir haben jetzt 7 Minuten hin und her laufen. Und ich kann noch in die Mine und alles. Puh. Verdammt, nee, das bringt mir nichts. Das ist keine Abkürzung. Ich war gerade am Überlegen, wenn ich da hochgehe, ob das eine Abkürzung wäre, aber ist es ja gar nicht. So. Ich muss gerade mal gucken, was brauche ich eigentlich für die Werkzeuge. Bronze, Silber und Sonnenblumen. Wo ich Sonnenblumen herkriege, weiß ich jetzt noch nicht, aber kannst mir vorstellen bei der Blumenlady. Fluorid, Opal, ne? Aber wir wollen jetzt erstmal den Achat. 300 und dafür bekommen wir dann 450 wieder. Ich habe jetzt einfach mal die Hälfte gerechnet. Ich sag, normal steht Sam hier und dann sollte man das erst machen. Ich mach's jetzt halt nur einmal zum Vorführeffekt, dass man es einmal sieht. Und dann sammelt man und dann geht man hinher, 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 hinher. Ja, jetzt will ich halt eine gewisse Grundbasis haben, deswegen mache ich das jetzt. Gegebenenfalls kann ich dann auch noch ein Gebäude herstellen. Keine Ahnung. Ach nee, guck mal, aus 300 werden 900. Ja. Also, ihr seht... Ihr macht ihr Geld. Und jetzt verzichte ich auch gerade mal auf die Blumen, dass ich die pflanze. Ich gehe jetzt nämlich mit euch sammeln. Erze sammeln und dann kann ich das wieder eintauschen und so weiter. Und damit macht ihr dann halt entsprechend Geld. So, und hier kann ich die Brücke reparieren und dann kann ich das da reparieren. Mache ich jetzt erstmal noch nicht. Das wäre jetzt irgendwie doch too much.
Wir gehen jetzt hier runter. Und sammeln Erze, Erze, ganz, ganz viel. Silbererz ist auch gut, Golderz ist gut. Bronze auch. Eisenerz, okay. Wieder raus und wieder rein. Das ist halt dann der Nachteil, ne? Wenn man drin ist, dann ist man drin. Bloß man will halt auch nicht wirklich da die ganze Zeit suchen. Golderz, Silbererz, Glasmaterial, Stein. Super. Stein ist etwas, was ich auch draußen bekomme. Und wieder rein. Na. Gut, was haben wir denn jetzt diesmal? Ach, verdammt, daneben. Da ein Opalerz. Na, das ist doch super, dass wir nochmal ein Opalerz bekommen. Und auch wieder richtig Kohle. Und wieder raus. Und wieder rein, und wieder raus, und wieder rein, und wieder raus. Zack, und rein. Bronze? Nein. Bronze? Bronze? Bronze. Und es verbraucht halt auch weniger Energie. Oh, es wird spät. Okay. Das ist jetzt nicht ganz so geplant. Oh, verdammt. Das ging jetzt aber volles Brett in die Hose, liebe Leute. Weil die Zeit vergeht, komischerweise. So, Zack, zack, zack. Holzhacken noch, bevor es wieder zu spät wird. Das noch nicht gegossen? Ach ne, gut, habe ich. Uff, ich dachte jetzt gerade. Hier noch ein paar Steine abbauen. Das hier schnell alles weg. So, bisschen Ordnung geschafft. So, liebe Leute, dann bedanke ich mich ganz herzlich trotzdem fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.